Das, was die Gegenseite als nächstes plant, wirst du in diesem Video erfahren. Und es ist ganz wichtig, dass du heute hier bist. Ich habe eine sehr interessante Botschaft für dich von der Galaktischen Föderation. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und hier ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Und hier das andere Buch, Das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne auf den Link unter das Video klicken und dich ein bisschen einlesen in die Bücher, ihr Lieben. Also heute geht es tatsächlich nochmal um eine Vorhersage, könnte man sagen, von den Simpsons, weil die haben das auch schon mal in ihren Filmen gesagt. Galaktische Föderation ist ja eine Gruppe von Sternenwesen, welche im Universum für Ordnung sorgt. Und zwar nicht in der 3D-Ebene, sondern eben ab der fünften Ebene aufwärts. Das sollten wir nicht vergessen. Und was hier auf der Erde passiert, ist alles materialistisch. Und deswegen gibt es also diese Machthaber, die nichts unbedingt etwas Positives im Sinn haben. Du darfst dir deine eigene Meinung bilden. Ich stelle diese neue Theorie einfach mal hier vor. Und du kannst dann beurteilen in den Beiträgen unter dem Video, ob du das Gleiche empfindest oder meinst, dass das gar nicht sein könnte. Als das mit dem Virus begann, konnten wir dies uns ja noch gar nicht vorstellen. Sowas, wenn man uns das erzählt hätte vor 10 Jahren, hätten wir so gemacht. Ja? Und genauso ist es jetzt mit dem, was ich euch vorstellen werde. Ihr werdet jetzt einige von euch auch so machen. Aber es könnte dennoch sein. Und das ist der Punkt. Wir haben also unter den Sternenwesen auch negative Sternenwesen. Ich habe ein paar Bilder für euch vorbereitet. Ich zeige sie euch jetzt gleich mal. So sehen sie übrigens aus, wenn sie sich als Mensch tarnen, ihr Lieben. Und auf diesem Bild seht ihr nun die Reptos, die Shapeshifter, die Grays und die Anunnaki. Das sind jetzt alles Wesen, denen man lieber nicht begegnen sollte und denen man auch nicht trauen sollte. Um das Ganze zu verbildlichen, um was es hier geht. Diese negativen Wesen haben Kontakte zu unserer Gegenseite und werden von denen unterstützt. Wir Lichtarbeiter haben Kontakte zu der Galaktischen Föderation und werden von ihnen unterstützt. Damit ihr wisst, um wen es geht, bei den positiven Sternenwesen habe ich hier ein Foto für euch mit den 7 kosmischen Schwestern. Die kommen auch in meinen Büchern vor. Und dann das nächste Bild mit den 7 Kommandeuren, die Teil des Galaktischen Rates sind. Schaut sie euch an, die strahlen alle eine wundervolle, positive Energie aus. So, was ist jetzt also dieser Plan? Was könnte das sein? Also der erste Versuch war ja das Virus. Das Virus sollte alle Menschen in Schrecken und Angst und Schrecken versetzen. Jetzt hat dieser Plan nicht geklappt, weil eben einige Menschen da nicht mitgemacht haben. Es hat eher die Menschen geteilt in Gepikste und Ungepikste. Und letztendlich ist ja der Plan jetzt nicht aufgegangen. Der andere Plan, es geht letztendlich wieder darum, alle Menschen auf der Erde in Schrecken, in Angst und Schrecken zu versetzen. Und dieser andere Plan, der ist, dass man eine Inszenierung mit gefakten Lichtschiffen macht, die im Sinne von Blue Beam uns zeigt und Menschen angreift. Das ist jetzt eine Theorie. Zu dieser Theorie
gibt es ein Zitat von David Rockefeller, was besagt: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtige große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Das bedeutet im Klartext, dass diese Fake-Alien-Invasion, die ja inszeniert wird, alle Feindlichkeiten aller Länder niederlegt, weil dies eine ganz riesengroße Krise hervorruft, also ein ganz dramatisches Ereignis ist. Und wenn dann alle in der Krise sind, hat der Deep State die Möglichkeit, das neue Government zu installieren. Also die eine Weltregierung, die könnte dadurch installiert werden, weil sonst ohne Krise würden die Nationen niemals einverstanden sein. Das ist der Hintergrund dieser Theorie. Wenn so etwas passiert und sie werden in den Regierungen wahrscheinlich darüber erzählen, sie werden uns Angst machen, sie werden von den negativen, bösen Sternenwesen erzählen, von diesen drei Arten, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und sie werden versuchen, alle Menschen in Angst zu versetzen. Sie sagen also, eine Alien-Invasion wird kommen und diese Alien-Invasion wird nachgebaute Raumschiffe haben. Sie haben ja genug Pläne von, zum Beispiel denkt an Roswell, wo also Raumschiffe schon mal auf der Erde gelandet sind, die man nachbauen kann. Und sie haben die Pläne ja schon lange auch von ihren bösen Sternenwesen bekommen. Und dabei werden sie unterstützt. Und es gibt eine Technik, es gibt nur auch noch viele Techniken, die wir gar nicht kennen, weil sie uns nicht gesagt werden. Und alles zusammen, mit dem möchten sie so eine große Angstwelle auf der Erde erzeugen, dass sie dann danach die Macht über alle Menschen haben. Weil es geht hier um Macht und um Geld. Und ihr seht ja, was alles im Außen geschieht. Man greift sich an den Kopf und wundert sich über diese Dinge, die man niemals für möglich gehalten hätte. Beispiel Virus. Ne? Das ist also der erste Versuch gewesen, der jetzt nicht gelungen ist. Jetzt kommt dann der nächste Versuch. Ich werde jetzt gleich eine Botschaft von der Galaktischen Föderation für euch noch überbringen und dann werden sie uns einiges erklären und uns beistehen und Mut machen und unterstützen. Wir sind nicht allein und das ist dieser Kampf, der zwischen Gut und Böse hin und her geht, weil wir uns in der Aufstiegsphase befinden und die Gegenseite immer zu ja, intensiveren Mitteln greift, um eben an der Macht zu bleiben. Letztendlich haben sie nämlich Angst, dass sie es nicht schaffen. Das ist der Punkt. Und deswegen braucht ihr auch keine Angst zu haben. Es wird immer weitergehen mit dem Licht. Wir werden uns im Licht in der fünften Dimension alle treffen. Das ist unser Ziel und daran halten wir auf jeden Fall fest. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Freude jetzt bei der Botschaft. Ich sprühe mich ein mit den sieben Schwestern, den sieben kosmischen Schwestern. Die kommen auch in meinen Büchern vor. Und es ist wirklich auch interessant zu lesen, wie zum Beispiel die Andromedaner ihre Lichtschiffe steuern, wie sie ihre Energie erneuern. Das steht alles da drin und es ist sogar auch ein Beispiel darin, wie man seine Energie oder im Haus mit den Sternenfreunden aufladen kann. Also das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert hat, ihr Lieben. Also dann wünsche ich euch ganz viel Freude mit der Botschaft. Geliebte Herzensmenschen der Erde, voller Freude senden wir den Segen des Lichtes aus dem Universum zu euch, um zu sagen, ihr seid nicht allein, ihr wart noch niemals allein und werdet es auch niemals sein.
Der Rat der Galaktischen Föderation spricht heute zu euch. Das, was wir euch als allererstes sagen möchten, ist ganz dringend und bitte hört jetzt gut zu. Wir werden niemals angreifen. Wir kommen in Frieden und unterstützen euch. Wir passen auf. Ein Angriff wird niemals von unserer Seite stattfinden. Da könnt ihr sicher sein. Alles andere, was man euch in der Dualität in euren Systemen erzählt, ist ein Fake. Davon möchten wir uns distanzieren. Und wir passen auch im Universum auf, dass dies nicht geschehen wird. Da könnt ihr wirklich sicher sein. Und wir hatten in der letzten Botschaft eure DNA und eure Blaupause erneuert und aufgebaut. All dies war eine Voraussetzung, um heute diese Botschaft anhören zu können. Denn es ist uns wichtig, dass ihr kräftig und stark seid und mit eurem Herzen das erkennt, was nicht echt ist. Es geht immer mehr darum, bei euch in der aktuellen Situation zu erkennen, ob etwas echt ist oder nicht, ob etwas ein Fake ist oder nicht. Denn es gibt so viele verschiedene Spiegelungen in eurem 3D-Bewusstsein, was die anderen nutzen, um euch zu beeinflussen. Jedoch sagen wir euch, das, was ihr im Herzen tragt, das ist die goldene Flamme der Liebe eures Schöpfers. Und mit dieser Schöpferflamme werdet ihr erstens immer verbunden sein mit eurem Schöpfer und zweitens immer den richtigen Weg der Liebe gehen. Völlig egal, was die Gegenseite plant. Die Gegenseite ist in tiefer Verzweiflung, weil sie euch nicht erreichen können mit ihren Angstwellen. Das ist ein wichtiger Punkt und dieser Punkt zwingt sie zu immer intensiveren, schlimmeren Maßnahmen. Deswegen sind wir für euch da auf der energetischen Ebene, um euch zu helfen und zu unterstützen. Und dies tun wir ohne Unterlass. Wir sind mit unseren Schiffen um die Erde herum platziert. Viele Schiffe könnt ihr nicht wahrnehmen, weil wir sie unsichtbar machen, aber wir sind da. All das andere, was euch demonstriert wird, inszeniert wird, das werdet ihr spüren, das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen bleibt in eurer Kraft, in eurem Vertrauen und nehmt das an, was in euch liegt, denn in euch, in jedem von euch liegt die Wahrheit. Die Wahrheit des Lichtes. Und mit dieser Wahrheit schreitet voran. Ruft uns, wenn ihr möchtet, wir sind da. Und wir werden immer wieder euch unterstützen. Und so fließt der Segen des Lichtes jetzt in euch hinein. Er berührt das Herz. Er berührt deine Seele. Und vielleicht bekommst du jetzt Bilder von den Gelegenheiten, wo du bereits mit uns zusammen warst, in früheren Inkarnationen. Denn einige von euch haben uns getroffen auf verschiedenen Planeten und einige von euch sind unsere Freunde. Und so öffnen wir nun diesen Kreis der Freundschaft und der galaktischen Liebe für dich. Wir empfangen dich mit offenen Armen, um dir zu sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass du auf dem Weg in die fünfte Dimension bist, denn die fünfte Dimension ist dein richtiges Zuhause. Du bist im Moment auf der Erde, um diese Erfahrungen zu machen und wir wissen, dass diese Erfahrungen nicht leicht sind, sondern für einige von euch ziemlich schwer wiegen. Aber dennoch ist es wichtig, diesen Weg zu gehen, um voranzukommen. Denn nur so kann eine Veränderung eintreten, wenn du diese eine Türe schließen kannst und dann diese andere Türe öffnest
um in die 5D hineinzukommen. Wir werden dich persönlich begleiten. Wir stehen bereit, um das Schlimmste zu verhindern. Und wir wirken voller Liebe für euch alle. Die Zeit des Lichtes ist gekommen, sie ist da für euch alle. Und so fühlt unser Licht, was wir jetzt zu euch senden, in tiefster Liebe für eine bessere Zukunft, in tiefster Liebe für die fünfte Dimension. Und so verabschieden wir uns jetzt für euch mit dem Segen des Lichtes aus der tiefsten Quelle der Liebe des Universums. Ich danke der Galaktischen Föderation für diese Botschaft und ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ich habe noch etwas Wichtiges zu sagen. Sie sagen nämlich, dass all das, was hier auf der Erde stattfindet, ist nur etwas Materialistisches. Es ist etwas, was wir erleben, aber was uns dazu bringt, dann in die fünfte Dimension hineinzukommen. Das Wirken der Galaktischen Föderation ist etwas, was in der fünften Dimension geschieht. Und von daher kommt die Unterstützung. Und das Materialistische hier auf der Erde, das ist eine Durchgangsebene, die wir bald verlassen werden. Das heißt nicht, dass wir sterben, sondern das heißt, dass wir mit unserem Körper, mit unserem Lichtkörper hineingehen dürfen in die fünfte Dimension mit der Hilfe der Sternenwesen. Und wenn du vielleicht wissen möchtest, deine Sternenherkunft, dann kannst du die auch bei mir bestellen, um herauszufinden, wo du die meisten Sternenfreunde hast. Es ist etwas sehr Schönes, mit den Sternenfreunden zusammen zu sein. Ich habe das ja hier mit Aquariana in meinem Buch so sehr schön erlebt oder auch mit Mai Medana, mit der zweiten kosmischen Schwester. Ich lege es euch ans Herz, beschäftigt euch mit schönen Dingen, um dann, wenn böse Dinge geschehen, voller Kraft und Liebe zu sein und den Fake zu erkennen. Mit diesen Worten umarme ich euch alle. Bis zum nächsten Mal. Eure Nirjana.